An einer Hochschule zu studieren oder zu arbeiten heißt, am Campus zu navigieren, mit Menschen zu interagieren, sich mit der akademischen Sprache anzufreunden, Theorien und empirische Befunde zu diskutieren, beurteilt zu werden und auf Leistungen Feedback zu erhalten, neue Interessen, Argumente und Perspektiven zu entfalten, gute Lern- und Arbeitsstrategien zu entwickeln, sowie Studium bzw. Arbeit mit dem restlichen Leben, mit Sorgepflichten, Hobbys, gemeinnütziger Arbeit und anderen Aktivitäten zu vereinbaren. An einer Hochschule zu studieren oder zu arbeiten heißt also, sich vielen verschiedenen Anforderungen und Herausforderungen zu stellen. Und da gibt es sicher noch einige mehr als die gerade aufgezählten. Die Lektionen dieses MOOCs haben gezeigt, dass Diversität, Inklusion, Vorteile und Vorurteile im Studien- und Arbeitsalltag an der Hochschule eine große Rolle spielen. Anforderungen an der Uni werden Menschen unterschiedlich gut gelingen bzw. leichter oder schwerer fallen. Das hat unter anderem mit Machtverhältnissen an der Uni und in unserer Gesellschaft zu tun. Aufgrund dieser Machtverhältnisse, die sich ebenso wie die Universität geschichtlich entwickeln und daher auch veränderbar sind, ist die Uni für manche Personen ein Ort voller Barrieren und Herausforderungen. Für andere hingegen einer voller Erfolgserlebnisse und Privilegierung. Viele erleben beides, in bestimmten Situationen Benachteiligung, in anderen wiederum Bevorteilung. Mit Leistungsfähigkeit und Willen hat das aber gar nichts zu tun, auch wenn Leistungsideologie und Meritokratie gängige Erklärungsmuster dafür sind. Beginnen wir mit der Navigation durch den physischen und digitalen Campus. Hörsäle, Seminarräume und Büros sind nicht gleichermaßen gut ausgestattet und erreichbar. Lern- und Arbeitsunterlagen sind nicht immer barrierefrei und einfach zugänglich. Die vielen verwendeten Online-Meeting-Tools sind ganz unterschiedlich zu bedienen. Erwartet wird oft, dass sich Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen von selbst mit ihren Bedarfen melden. Aber fairer und inklusiver wäre es, wenn Veranstaltungen, Arbeitsprozesse und Lehrveranstaltungen von Anfang an barrierefrei konzipiert werden. Barrierefrei und inklusiv heißt auch, Heteronormativität und Klassismus dabei nicht zu reproduzieren. Wie das geht, haben Sie in den Lektionen 3, 6 und 7 gelernt. In der alltäglichen Interaktion mit Menschen, aber auch in Beurteilungssituationen und Feedbackprozessen kommen oft unsere Stereotype und Vorurteile zu tragen. In den allermeisten Fällen, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Beispiele dazu haben Ihnen Mevlida Meschanovic und Eva Wenig in ihrem ersten Video zum antimuslimischen Rassismus nähergebracht. Aber auch der Professor im Video Die habitussensible Brille beurteilt seine Studierenden vorschnell und agiert dabei klassistisch. In Lektion 8 wurden ebenfalls einige Stereotype bezüglich alten und jungen Menschen genannt, die oft in Interaktionen einfließen und zu Ungleichbehandlungen führen. Das psychologische Konzept des Unconscious Bias ist dafür ein wichtiger Erklärungsansatz. Das Konzept kann uns dabei unterstützen, über unsere unbewussten Wahrnehmungsverzerrungen und Vorannahmen zu reflektieren und in weiterer Folge diversitätssensibler und vorurteilsbewusster zu werden. Was die Anfreundung mit der akademischen Sprache, mit vielen Fachbegriffen und den Kommunikationsgepflogenheiten an der Uni anbelangt, so wird Ihnen das wahrscheinlich leichter fallen, wenn Sie aus einer AkademikerInnenfamilie kommen und Deutsch als Erstsprache sprechen. Aufgrund von Sozialisation und Bildungsgeschichte, erworbenen Fähigkeiten und Interessen,
aber auch aufgrund der vorherrschenden Normen und Werte an der Uni sind einige privilegiert. Anderen wiederum verlangen die verschiedenen Anforderungen am Studien- und Arbeitsort Uni viel Energie und Mühe ab. Sexismus, Klassismus und Rassismus schaffen Hürden und Barrieren, die überwunden werden müssen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, gute Lern- und Arbeitsstrategien zu entwickeln oder darum, Theorien und empirische Befunde sachlich zu diskutieren. Das wurde in den Lektionen 2, 4 und 6 erklärt und hat unter anderem mit der Geschichte der Wissenschaft und der Universitäten zu tun. Apropos Geschichte der Wissenschaft und Universitäten. Nicht nur Sexismus ist in der Entwicklung der Wissenschaften und Universitäten zu beobachten, wie in Lektion 2 gezeigt wurde, sondern auch Rassismus. Koloniale Strukturen seit dem 15. Jahrhundert haben eine zentrale Rolle in der Geschichte der modernen Wissenschaft gespielt. Diese rassistischen und eurozentristischen Machtverhältnisse zeigen sich nach wie vor, zum Beispiel darin, wer an Unis lehrt und forscht und wessen Forschungen, Konzepte und Theorien im Studium besprochen werden. Übrigens sind die Diskriminierungsformen, die Sie im MOOC kennengelernt haben, meist miteinander verschränkt anzutreffen. Das nennt man Intersektionalität. Wenn wir all die präsentierten wissenschaftlichen Befunde betrachten, können wir noch nicht von einer inklusiven Universität sprechen. Doch eine solche inklusive, diversitätssensible Uni würde es brauchen, damit es allen möglich ist, neue Interessen, Argumente und Perspektiven zu entfalten, sowie Studium bzw. Arbeit mit Sorgepflichten, Hobbys, gemeinnütziger Arbeit und anderen Aktivitäten gut zu vereinbaren. Um eine diversitätssensible, vorurteilsbewusste und inklusive Uni als Studienort und Arbeitsort zu schaffen, braucht es Top-Down-Ansätze genauso wie Bottom-Up-Aktivitäten. Sie nehmen hoffentlich einige Anregungen mit, um sich selbst für die Weiterentwicklung der Uni zu engagieren und Inklusion von EntscheidungsträgerInnen und Führungskräften einzufordern.